Servus Leute, Michi wieder hier. Ich habe jetzt das versprochene Video für euch von dem Hammer Speedshot. Und ihr seht ja gerade mein Menü. Da ist dann, seht ihr auch gleich den neuen Gamertag, Ghetto Shot. Das O ist ein Nuller, wollte ich nochmal sagen. Und hier ist ein kleiner Vergleich, wie man, also wie der Speedshot so aussieht, also wie die Steuerung so ist und das Feeling bzw. den Vergleich zum PC wollte ich dann euch auch noch näher bringen, weil schon viele Leute gefragt haben. Und ich will noch ein paar Fragen beantworten, die ich so bekommen habe. Also das erste Mal, ich habe jetzt letztens, eigentlich erst heute, eine Nachricht bekommen, ob man eine bestimmte Maustastatur oder irgendwas braucht oder ob man da einfach irgendwelche Aldi-Produkte nehmen kann. Und da wollte ich gleich mal sagen, ihr braucht keine Markenprodukte. Das Einzige, was ihr braucht für das Video, Blödsinn, Entschuldigung, für den Hammer Speedshot, ist eigentlich nur eine Maus und Tastatur, die aber USB hat und kabelgebunden ist. Das heißt, bitte, bitte keine Funkmaus und Tastatur, einfach nur mal eine kabelgebundene alte Maus, die was ihr bei euch daheim findet. Die Maus sollte schon etwas besser sein, also nicht das uralte Modell von Omi, sondern einfach nur das, ja, was Neues. Aber trotzdem immer noch kabelgebunden und USB. Hier seht ihr, ich teste mal gleich das Feeling, beziehungsweise die Reaktionszeit, das Zielen, das Schießen, Knifen, alles. Also vom Hammer Speedshot, den gibt's beim Mediamarkt, Saturn, ich glaube bei Amazon gibt es das auch schon. Gibt es den Speedshot schon mal circa 30 bis 60 Euro, kommt immer darauf an, wo ihr kauft oder ob es im Angebot ist. Und hier sieht man ja, ich wechsle mal Klasse, weil ich dann nicht nur die Sniper zeigen will, sondern ich will auch was anderes. Deswegen werde ich mich hier kurz mit der Granate mal killen. Bang, und weg bin ich. Hier sieht man die UMP, kann ich euch gleich wieder, werde ich dann euch gleich zeigen, wie das mit dem Rushen funktioniert. Und ja, das Einzige, was ihr machen müsst, den Hammer Speedshot kaufen. Vorsicht, Xbox PS3er. Den Hammer Speedshot, ich gebe euch die Links für PS3-Version und Xbox-Version in die Beschreibung. Ihr müsst aufpassen, es gibt zwei Versionen. Die Speedshot-Version für die Xbox ist natürlich grün, weil ja die Xbox immer ein grünes Zeichen schon hatte und hat. Und die PS3-Version ist rot-schwarz. Also die Xbox-Version ist grün-schwarz und die PS3-Version ist rot-schwarz. Schön aufpassen damit. Das andere, was ihr noch machen müsst, ist einfach nur die Beschreibung hernehmen und schauen, wie die Tastenbelegung zum Umstellen ist. Weil die ist standmäßig eingerichtet, ist aber eher meiner Meinung nach ein Fingerbrecher. Also, naja. Ihr werdet euch wahrscheinlich die Finger brechen beim Granatenwerfen, Knifen und Niederlegen und das Ganze, der Dropshot, das. Ah, ich würde mir es lieber selber einstellen. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr braucht nur auf Alt und eine von den F-Tasten. Also F 2 bis 12, weil F1 ist die Standard-Tastatur, Standardbelegung, die könnt ihr nicht ändern. Und ja, ihr braucht einfach nur Alt halten und zum Beispiel auf F2 gehen und euch dann individuell, da steht alles in der Beschreibung, die Tastenbelegung einstellen. Ganz einfach. Nur die Beschreibung lesen können. Lesen ist wichtig, würde ich sagen. Und ja, eigentlich, ich meiner Meinung nach, für Leute, die Abwechslung, also abwechselnd PC und Xbox bzw. PS3 spielen, würde ich den Hammer Speedshot empfehlen. Ja, kleines Makel ist halt, man muss sich, wenn man wirklich Hardcore PS3-Spieler ist oder Xbox-Spieler ist, vom Controller auf die Maus und Tastatur umgewöhnen, ist ein ziemlich anderes Feeling, weil man das Movement einfach viel schneller ist. Und ja, man muss ja ein bisschen aufpassen. Empfehlenswert finde ich ihn schon. Es ist ziemlich cool. Ja, ich dropshot mich da gerade dumm dämlich. Und es ist ziemlich empfehlenswert, weil man hat einfach ein besseres Movement. Es ist kein Vergleich mehr zum PC. Also, PCler können jetzt nicht mehr sagen, ey, wir haben ein besseres Movement. Wir sind besser. Nein, das gibt's nicht mehr. Weil. Es ist einfach, ja, da seht ihr, Home-Taste kann man auch über die Tastatur bedienen. Ja, die PS3, die PC-Spieler sind nicht mehr besser. Naja,
Kommt drauf an, ein richtig guter Xbox-Spieler ist genauso gut wie ein PC-Spieler. Da sieht man, man kann ziemlich schnell um die Ecke aimen, egal mit welcher Waffe. Und ja. Also ich würde es euch empfehlen, falls ihr PC und Xbox bzw. PS3 spielt. Es ist nicht teuer, es ist einfach, man braucht den Hammer Speedshot, einfach nur Controller abschalten, wenn er erster Player ist, Controller abschalten, Hammer Speedshot einschalten, dann müsste Player 1 sein, Tastatur, Maus anschließen und ab geht die Party. Einstellen und ihr könnt schon online zocken oder die Karriere zocken, was ihr auch immer wollt. Es ist Entschuldigung. Es ist ziemlich geil. Ziemlich praktisch, wenn man beides spielt. Nur man muss sich halt dran gewöhnen, dass man halt mit Maus und Tastatur spielt statt dem Controller. Ich finde es sehr empfehlenswert, nicht teuer in der Anschaffung. Und wer es mag mit Maus und Tastatur spielen, dem würde ich den Hammer Speedshot auf jeden Fall empfehlen. Ja, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Hammer Speedshot, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Falls ich irgendwas falsch gesagt habe, ihr könnt mir es auch, könnt mich gerne verbessern in den Kommentaren. Und ja, also viel kann ich da nicht mehr dazu sagen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare, beziehungsweise ihr könnt mir auch Privatnachrichten schreiben, ich beantworte, beziehungsweise ich lese alle. Und ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt und wollt, dass ich sie noch beantworte, also nicht in Form einer Nachricht, sondern in einem Video, könnt ihr mir das gerne auch in einem, ja, in einem Kommentar schreiben. Und falls ihr irgendwelche Anregungen, Wünsche oder sowas habt, habe ich schon in dem vorigen Video gesagt, könnt mir alles in die Kommentare schreiben. Wir lesen, also Erich und ich lesen uns alles durch. Meiste Zeit ich, aber wir lesen uns alles durch, beantworten alles, beziehungsweise wir gehen gerne auf eure Wünsche ein. Wir haben noch einen Kommentar gehabt wegen Let's Plays. Let's Plays wissen wir noch nicht, ob wir es machen. Aber wenn, werdet ihr es gleich erfahren. Am besten ihr checkt mal unsere Facebook-Seite. Da seht ihr alle Neuigkeiten. Und ja, das war's eigentlich von mir. Ihr bekommt jetzt gleich noch drei Links ungefähr. Da seht ihr dann entweder, das könnt ihr es auch aussuchen, das vorherige Video zu unserem Kanal oder unsere Playlists. Na gut, Leute, das war's von mir. Ciao!